Ja, nach der schlaflosen Nacht sind wir am gestrigen Tag, am Freitag, eigentlich nur vom Stellplatz zum Carrefour in Marrakesch gefahren, früh morgens die 85 Kilometer und sind dann vom Supermarkt direkt noch 1 Kilometer weiter zum Stellplatz gefahren in Marrakesch, sehr zentral gelegen. Und man kann hier nochmal sehr schön sehen, das Grüne ist der Supermarkt, der grüne Pin. Dann die blaue 1, das ist der bezahlte Stellplatz, den wir direkt an der Medina gelegen, also am Stadtzentrum Marrakesch gelegen, gefunden haben und dann eben auch für den gestrigen Tag komplett gebucht haben und auch dort immer noch uns befinden. Und der rote Pin, das ist das internationale Krankenhaus, das sehr in der Nähe ist, also maximal 2 Kilometer Entfernung sind das, sodass man da sehr gut mit Auto oder im schlimmsten Fall, wenn hier drumherum gar nichts geht, weil es wirklich Stadtkern ist, hier ist richtig viel los, dann hätte man im schlimmsten Fall auch zu Fuß dorthin gehen können. Und so in der Nähe des internationalen Krankenhauses fühlt man sich dann doch mit einer Lebensmittelvergiftung um einiges besser, um sich hier erstmal auskurieren zu können. Aber allzu viel Zeit blieb hier trotzdem nicht. Ich habe gestern nach Ankunft hier den gesamten Tag einfach nur auf dem Stellplatz geschlafen und mich nicht bewegte und leider auch 1,5 Tage überhaupt nichts essen oder trinken können, weil einfach nichts drin geblieben ist. Und jetzt geht es so langsam wieder besser nach der letzten Nacht und wir werden uns jetzt weiter auf den Weg machen zum Supercharger hier in Marrakesch. Guten Morgen aus Marrakesch. Wie schon erwähnt, waren die letzten Tage etwas turbulent. Entsprechend fühle ich mich auch. Es ist noch nicht alles wieder im Reinen, aber ja, ich habe jetzt 2 Tage nichts essen können, weil auch nichts drin geblieben ist und ist nicht so angenehm, muss ich sagen. Jetzt bin ich zum ersten Mal wieder auf den Beinen, kann mich mal wieder ein bisschen bewegen und hier durch die Gegend laufen und wir werden jetzt erstmal zum Lader fahren, um noch die Autos wieder ein wenig voll zu laden und ein bisschen klar Schiff gemacht hier auf dem Platz. Es ist ein Stellplatz ganz in der Nähe in der Stadt von Marrakesch und genau, wir werden jetzt hier zum Supercharger fahren. Da ist auch ein AC-Lader in der Nähe bei einem Hotel. Erstmal vollladen, das wird ja auch wieder 5-6 Stunden dauern, da wir ja nur langsam laden. Und können aber von dort aus in die Stadt gehen und die Zeit gleichzeitig nutzen, um Marrakesch noch mal ein bisschen zu erkunden, was ich ja gestern gar nicht konnte, weil ich einfach nur den ganzen Tag lag und geschlafen habe, einfach gar nichts mehr ging. So kann es also auch sein, die Hygienebedingungen sind hier in Marrakesch nicht die besten. Ist nicht ganz so einfach, das meiste oder das ganze Wasser, was man hier bekommt, ist eben nicht trinkbar. Und die Hygienebedingungen sind nicht die besten. Wir haben natürlich eine Woche Fingerfood vom Buffet gegessen und uns das Essen geteilt und da war wenig Hygiene vorhanden. Das war vielleicht auch dumm, ging aber irgendwie auch nicht anders. Durch die einheimischen Bedingungen macht es das einfach schwierig, das so zu handhaben wie in Deutschland zum Beispiel, wenn man das vielleicht machen würde. Und es ist einfach mitunter auch unhöflich, dann nicht die Techniken zum Essen mit den Fingern auszuprobieren, wie man das vielleicht sonst machen würde. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat jetzt bestimmt schon 4 von uns getroffen, die lang liegen dadurch. Und ja, ist nicht cool, aber ist nun mal so, wie es ist. Es geht jetzt wieder aufwärts und wir werden mal schauen, was die Zeit bringt. Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen auf den Beinen bleiben kann und euch wieder neue Eindrücke geben. Dort vorne gibt es eine Station, ungefähr hier, ganz am Ende, wo ich auch wieder alles auffrischen konnte, was die Camping-Sachen angeht, also Wasser auffrischen, war hier nicht möglich, aber Toilette entleeren zum Beispiel und solche Sachen, das ist ja auch immer ganz wichtig. Wir sind noch 1-2 Mitcamper, die hier gestanden haben, überwiegend Franzosen, ansonsten sind hier eher Einheimische, die hier ihre Autos wohl für längere Zeit geparkt haben. Und der Elektronomade, der per Sonnenlicht.
Ja, so anderthalb Tage lag ich jetzt komplett flach, wobei da natürlich auch die Fahrt hierher nach Marrakesch noch inbegriffen war, die natürlich auch wieder ordentlich Energie zieht. Ich habe jetzt hier wirklich nicht viel gemacht, aber wir sind nun mal in Marrakesch und ich möchte diese Stadt auch irgendwie erkunden, sehen, was davon haben, jetzt wo ich schon mal hier bin. Und natürlich ist auch die Zeit trotz allem begrenzt. Die Rallye ist zwar vorbei, aber der Rückweg ist schon angetreten. Und irgendwann müssen wir eben auch wieder zurück nach Europa. Und da bleibt hier eigentlich nicht so viel Zeit, um jetzt irgendwie ein, zwei Wochen hier auf der faulen Haut zu liegen, ehe man wieder richtig gesund werden kann. Daher jetzt dann doch der Entschluss, okay, wir brechen auf. Trotz allem, ja, ich bin noch nicht wieder fit, aber es bringt jetzt eben auch nichts, hier liegen zu bleiben. Man muss auch den Kreislauf ein bisschen im Gang halten. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, jetzt zum Supercharger zu fahren, der hier ganz in der Nähe unseres Parkplatzes ist. Wir kommen hier allerdings nicht so einfach raus, wie man sieht, denn dort vorne ist ein richtig hoher Bordstein, der es unseren Fahrzeugen nicht möglich macht, hier über den normalen Weg die Straße zu verlassen. Deshalb müssen wir wenden und auf der anderen Seite hinausfahren, damit wir wieder auf die Hauptstraße kommen. Für die ganzen Roller, Mopeds und Fußgänger ist das hier natürlich kein Thema. Und hier im Stadtinneren ist es auch wirklich so belebt, dass hier eigentlich kaum jemand mit Autos wirklich langfährt. Aber wir standen nun mal auf dem Parkplatz, auf dem Stellplatz und müssen ja irgendwie das Gebiet wieder verlassen. Und deshalb machen wir hier einmal die Kehrtwende, um auf der anderen Seite aus dem Stellplatz wieder rauszufahren. Rechts sieht man ganz schön die Moschee, den Turm davon, auch ganz nah an unserem Standplatz gewesen. Es sind natürlich sehr viele Touribusse, die hier die Touristen wirklich so nah es geht an die zentralen Plätze von Marrakesch bringen. Also hier ist wirklich An- und Abfuhr sozusagen von massenhaft vielen Touristen. Aber der Stellplatz war doch ganz gut abgelegen. Dadurch, dass er natürlich auch bezahlt ist, ist da dann von dem Trubel nicht mehr so viel zu merken. Wir fahren jetzt hier einmal die Hauptstraße hinaus, damit wir uns dann auf den Weg machen können. Der Supercharger ist nicht weit entfernt und der Plan ist dann eben von dem Supercharger, dort gibt es auch AC-Lader, denn das Model Y lädt ja nur mit AC-Ladung. Die Zeit zu nutzen, die Autos wieder zu füllen. Wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen Energie verloren dadurch, dass wir die letzten zwei Tage nicht geladen haben, viel gefahren sind, aber eben keine Ladestation genutzt haben. Und so können wir hier nochmal wirklich einige Stunden nutzen. Wir haben noch den Vormittag hier gehabt und können dann die einigen Stunden wirklich nutzen, um uns auf den Weg in die Stadt zu machen, um da nochmal zu Fuß die Gegend zu erkunden, soweit es eben möglich ist. Es sind auch wirklich sehr heiße Temperaturen an diesem Tag noch. Man sieht es, der Himmel ist klar und tiefblau. Also die Temperaturen sind wirklich wieder jenseits der 30 Grad und das drückt natürlich zusätzlich auf den Kreislauf. Deshalb müssen wir so ein bisschen schauen, was geht, werden alles zu Fuß erkunden und ja, ich bin hier ganz froh, nicht alleine zu sein in der Situation und eben den Elektronomaden in der Nähe zu haben, sodass da jemand zumindest dabei ist und ich mich dadurch ein bisschen sicherer fühle. Im Notfall, wie gesagt, das Krankenhaus ist hier auch in der Nähe, aber ich bin wenigstens so fit, um schon wieder auf den Beinen zu stehen und nicht mehr nur ausschließlich zu liegen. Muss aber auch sagen, mir ist immer noch sehr übel, aber das muss ich jetzt in Kauf nehmen in dieser Situation und das Beste daraus machen, um wenigstens ein bisschen was auch von diesem Ort gesehen zu haben. Klar, Gesundheit geht vor, aber wir wollen das Ganze ja auch schonend angehen. Hier sieht man viele, viele Rollerfahrer auf dem Weg, viele Fußgänger und wenig Autos, denn die Straßen sind ja auch echt eng und auch hier Die Roller einfach kreuz und quer von jeder Seite überall durch, ist auch keine ungefährliche Situation. Man muss hier schon wirklich hochkonzentriert sein, um da niemanden überzufahren, anzufahren. Dann sind da auch immer noch solche kleinen Baustellen am Fahrbahnrand und viele Fußgänger dazwischen, die natürlich auch noch ab und zu den Weg kreuzen oder hier wieder kleine Baustellen. Da muss man schon wirklich voller Aufmerksamkeit sein. Auch hier, die Fußgänger kreuzen einfach vierspurige Straßen, auch völlig willkürlich, ohne Ampeln. Und da muss man schon wirklich ein bisschen schauen,
dass da auch nichts passiert. Rücksicht ist hier, ja, alles. Hier stehen wir jetzt an einer Ampel zu einem zentralen Kreisel. Und da ist es jetzt auch gar nicht mehr weit zu dem Supercharger. Die Supercharger liegen hier natürlich auch an sehr großen Hotels. Also das ist ja das Sofitel, ist ein riesengroßes, ein großer Hotelkomplex hier in Marrakesch. Es gehört schon zu den Luxushotels, würde ich mal so meinen. Und diese Hotels sind dann eben auch in der Lage, Supercharger bei sich aufzubauen oder eben auch Ladestationen. Klar, es gibt auch kleinere Hotels mit Ladestationen, aber die Supercharger sind dann tatsächlich eher an den größeren angesiedelt, wo dann auch die Toiletten zum Beispiel genutzt werden können, wo Restaurants und Bars eben im Hotel genutzt werden können. Und da wird ja immer sehr darauf geachtet, dass da eben alle Annehmlichkeiten in der Nähe erreichbar sind. Wir müssen jetzt erstmal den Weg dahin noch meistern. Allzu weit ist es jetzt nicht mehr, aber die Innenstadt hier ist doch schon auch ganz schön voll. Die Fahrt jetzt sieht jetzt länger aus, als sie ist, denn wir müssen letztendlich einfach nur einen großen Bogen fahren. Auch diese riesengroßen Kreisel, dreispurige, vierspurige Kreisel ohne viele Markierungen, müssen wir hier erstmal hinter uns lassen. Ja, genau, mit dem Auto fahren wir einen großen Bogen. Zu Fuß ist dann am Ende vom Supercharger bis in die Innenstadt gar nicht so weit, wie wir jetzt fahren. Da können wir einfach relativ mittendurch. Immer wieder sieht man auch diese Kutschen hier am Straßenrand, die die Touristen durch die Stadt fahren. Ob das alles so ganz artgerecht abläuft, möchte ich auch bezweifeln. Die Tiere werden zwar verpflegt und alles, sehen aber alles sehr, sehr dünn aus und haben natürlich das Nötigste an Wasser, an Grundversorgung schon da, aber ja, die sehen jetzt nicht allzu fit aus, muss man schon so sagen. Also da möchte ich auch bewusst drauf verzichten, so eine Fahrt zu buchen, um die Tiere eher zu schonen. Natürlich hier sehr, sehr viele Palmen. Hier stehen wir jetzt schon vor dem Eingang des Sofitels. Der Portier hat direkt das Tor geöffnet. Eigentlich ist hier geschlossen mit einem Zaun, aber als Tesla-Fahrer wird man hier sofort durchgewunken, da natürlich ersichtlich ist, okay, mit solchen Autos, die möchten natürlich hier zu den Ladestationen. Hier ist auch direkt der nächste Portier, der direkt uns den Weg weist in die richtige Richtung. Alles Hochsicherheitstrakt hier und sehr luxuriös überwacht mit vielen Portiers, die hier für die nötige Sicherheit sorgen. Denn im Stadtzentrum ist natürlich auch einiges los aus jeder Bevölkerungsschicht und nicht immer ist das alles so ganz sicher. Aber diese Plätze sind bewacht, überwacht und so können wir jetzt hier unsere Fahrzeuge platzieren. Dort vorne direkt vorne im Vordergrund seht ihr den AC-Lader. Dort wird gleich das Model Y hinfahren und ich fahre jetzt rückwärts an die andere Seite, denn hier gibt es die Supercharger. So haben wir wenigstens ein Auto dann vollgeladen, das wir nutzen können. Und das andere mit AC-Ladung wie üblich. Der Elektronomade ist ja ausschließlich so unterwegs und so können wir jetzt erstmal wieder vollladen. Sind dann ausgerüstet mit Energie für unsere Fahrzeuge und können jetzt ein bisschen die Stadt erkunden gehen, bevor es dann weitergeht. Großartig hier in Marrakesch. 0 Euro kostet das Ganze. Ich kann hier einfach so vollladen. Schon klasse. Sehr gut.